Hallöchen. Ja, jetzt muss ich nochmal meckern über Windows 10 und Windows 10 wird bei mir nicht besser. Ich habe bis jetzt nicht einen einzigen Punkt gefunden, wo ich sagen könnte, Windows 10 macht es besser als die anderen Windows-Versionen. Also, verstehe ich nicht. Windows 10 wird einfach nicht besser bei mir. Ich kriege immer mehr Hass auf den Scheiß. Ich habe hier ein Windows 7, VM Workstation 16. Da habe ich Minecraft drauf. Da habe ich auch vorher Windows 10 drauf. Und für Minecraft wollte ich was ausprobieren. Kann ich hier mal gucken. Oh, mach mal so. Vielleicht kann ich da reinzoomen. Ich wollte Optifine installieren. Für Minecraft. Bei Windows 10. Funktioniert nicht. Bei Windows 7 funktioniert es. Erstmal brauchte ich das SP1, das Service Pack 1 für Windows 7. Das hat mir schon hier eine halbe Ewigkeit ge gedauert, bis ich das irgendwo gefunden habe, dass ich es endlich mal downloaden kann. Bei Windows kommt immer nur Windows 7, bla bla bla, keine Unterstützung, bla bla bla, machen Sie Windows 10 und und. Sorry, wenn ich Windows 7 habe und ich will auf Windows 7 das Service Pack 1 drauf haben, dann will ich es downloaden können. Einfach schnell und installieren und will nicht ständig gesagt kriegen, Windows 7, keine Unterstützung mehr, bla bla. Es hat Gründe, dass ich Windows 7 installiert habe. Es wird ja wohl schon irgendwelche Gründe haben. Und wenn ich Windows 3.1 benutze, das kann Ihnen doch scheißegal sein. Meine Fresse, ich kann mir doch nicht mal belehren. Aber ich habe hier einfach Java installiert bei Windows 7. Ich habe Optifine doppelt geklickt. Und es kommt der Installer. So wie es kommen soll, wie es auch die Anleitung bei Google sagt, funktioniert. Ich kann es hier installieren. Ist schon installiert, brauche ich jetzt nicht. Bei Windows 10 hingegen. Muss ich hier nochmal auf Downloads gehen? Habe ich auch Java. Habe ich gerade eben noch installiert, aber hier die x64-Version. Optifine. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Funktioniert nicht. Und das Ding ist, ich habe das Ding auch mein Sofa gegeben. Das Optifine. Und der hatte genau dasselbe. Es funktioniert bei ihm bei Windows 10 auch nicht. Auch nicht, wenn es direkt unter Java startet. Warum funktioniert das bei Windows 10 nie? Ich habe das bei so viel Zeug gehabt, dass es bei Windows 10 einfach nicht hinhauen will. Und das macht bei mir Windows 10 immer mehr Drecksbetriebssystem, ganz ehrlich. Ich habe nichts, was wirklich, wo ich wirklich sagen kann, das System macht irgendwas bedeutend besser als alles andere. Die Software, die jetzt teilweise nur noch auf Windows 10 läuft, das liegt daran, weil Windows 7 halt nicht mehr supportet wird. Das hat vorher aber auf Windows 7 hingehauen, wurde dann eben geupdatet. Ja, dann geht es nur noch auf Windows 10. Ja, bin ich gezwungen, Windows 10 zu nehmen. Aber es kann doch nicht sein. Ist genauso mit dem Laserdrucker hier. Ich für den Laserdrucker habe ich jetzt eine neue Trommel drinne. Habe ich jetzt noch neuen Toner drinne. Er druckt wunderbar. Jetzt druckt er so, wie er drucken soll. Vernünftig, sauber, alles in Ordnung. Nur bei Windows 10 kann ich nicht in High Quality drucken mit 1200 DPI. Es gehen nur 600. Es ist der Windows Bald In Treiber. Da gibt es keinen extra Treiber von Brother für. Der ist von Windows irgendwie direkt drinne. Ist bei Windows 7 aber genau dasselbe. Ist auch der Bald In Treiber. Für Windows 7, komischerweise, kann ich mit 1200 DPI drucken. Warum geht das denn bei Windows 10 nicht? Das kann doch irgendwo nicht hinhauen. Wenn ich das bei Windows 10 mache, das war das, wo ich da das Video drüber gemacht habe, wo da ja nicht kryptische Zeichen, sondern wo das total auseinandergezogen war. Funktioniert nicht. Es kann mir doch keiner erzählen, dass das so schwer ist, einen Treiber, der bei Windows 7 läuft, auf Windows 10 zu packen. Also. Ich bin kein Programmierer, ich weiß nicht, wie schwer es ist, aber trotzdem, es kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, es kann nicht angehen. Ich verstehe nicht, warum ich beim Drucker, er bietet mir zwar die Funktion an, 1200 DPI, aber druckt er nicht. Ist das Bild total, ja, verzerrt, was auch immer. Bei Windows 7 geht's, bei Windows XP funktioniert es auch, aber da muss ich extra den Treiber installieren. Ja, dann kann ich es auch noch verstehen. Aber Windows 10, ich verstehe es nicht. Ich habe hier das Java probiert, ich habe hier Open
Open JDK, ich habe andere Java-Alternativen und sonst was probiert. Und da es eh nicht hinhaut. Ja, genauso wie diesen Microsoft Edge, diesen Blödsinn. Ich krieg den Mist nicht runter. Ich verstehe es nicht. Wo ist der Mist jetzt? Java. Die installiert den Dreck. Runter damit. Wenn es nicht hinhaut, brauche ich auch Java nicht drauf haben. Ganz einfach. Weg damit. Ja. Hau runter den Kram. Und hau mir diesen Edge runter. Aber den haut er mir auch gleich wieder drauf. Das ist der Scheiß. 400 MB nimmt das Scheißding weg. Deinstallier den Mist. Ich brauche kein Microsoft Edge. Brauche ich nicht. Hau runter den Dreck. Aber kommt mit dem nächsten Update wieder. Und ich kann die Updates nicht abbrechen. Der installiert einfach die Updates und fertig. Ich kann es nicht verhindern, dass er den Dreck immer wieder draufhaut. Hat er mir wieder irgendwelche Windows-Apps draufgehauen? Ihr Smartphone. Deinstallier den Dreck. Wer braucht den Mist? Ich brauche doch kein Smartphone-Gedödel. App-Installer. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Deutsch Lokal Experience. Ich lasse das mal drauf. Aber trotzdem. Jedes Mal wird mir hier irgendein Scheiß installiert. Und wenn man sich dann selber was installiert, dann funktioniert es nicht. Ja, vielleicht hat irgendeiner noch eine Idee, warum es bei Windows 10 nicht funktionieren mag. Bei Windows 7 funktioniert es einwandfrei. Bei Windows 10 geht es nicht. Ich weiß gar nicht, was. Ich habe nicht die allerneueste Windows 10-Version. System müsste das sein, ne? Info. Windows 10 Pro 2004 ist nicht die ganz neue Version, weil mit der ganz neuen Windows 10 Version habe ich hier noch mehr Probleme. Eigentlich hätte ich die 1903 oder was auch immer das oder 1902 oder was eigentlich haben müssen. Irgendwie funktioniert das hier auch mit der Grafikkarte nicht. Teilweise hacken die Videos und keine Ahnung was, ich verstehe es nicht. Na gut, ich wollte es nicht zu lang machen, das Video, das ist jetzt wieder 8 Minuten, aber trotzdem, warum haut es nicht hin? Warum kriegt das Windows das nicht auf die Ketten? Es ist für Windows 10 gedacht, das Optifine, das ist für Windows 10 gedacht, für Minecraft. Windows 10 gibt es schon seit, muss ich jetzt lügen, 8 Jahre? Oder, ja, weiß nicht, wie lange Windows 10 schon existiert, aber ich bin der Meinung, 8 Jahre oder was. Und seitdem gibt es auch Minecraft dafür und dafür gibt es auch Optifine und eigentlich sollte es funktionieren. Funktioniert aber nicht. Verstehe ich nicht. Aber vielleicht hat einer noch eine Idee. Ich habe keine Ideen mehr, keine Ahnung, warum das nicht mehr hinhaut. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gesagt hatte. Ich glaube, in dem Tal davor, wo ich es nochmal versucht habe, habe ich es gesagt. Ich habe hier versucht von dieser Installation, hier ist es installiert, von der Optifine-Version, den ganzen Kram habe ich kopiert und hier bei Windows 10 reingehauen. Es funktioniert nicht, geht nicht. Ich weiß nicht, ob der da noch irgendwo was im Hintergrund installiert, wo ich nicht rankomme, wo ich nicht weiß, wo. Ich habe eigentlich alles, was mit Minecraft zu tun hat, rüber kopiert. Macht er aber nicht. Na gut, will euch nicht zu lange aufhalten, aber trotzdem, es ist zum Kotzen. Ich hasse Windows 10 bis in den Boden, in den Abgrund. Das Ding soll in der Hölle verschwinden, ganz ehrlich, aber ohne geht's nicht mehr. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.